Hallo und herzlich willkommen. Wir haben eine wirklich schöne Sendung für Sie vorbereitet und allein die Vorbereitung wirklich zu dieser Sendung war sowas von lustig. Also es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, denn wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Kameras und auch ein bisschen versteckte Kameras. Also so ein bisschen dieses James Bond 007 Gefühl. Wo ist die Kamera? Woher kommt die Aufnahme? Wir haben da einige schöne Produkte für Sie vorbereitet und mit mir heute im Studio ist mein lieber Kollege Ralf Jansen. Herzlich willkommen, Ralf. Ja, und ich bin total fasziniert. Ich blätter mal wieder in unserem neuen Pearl-Katalog. Ich hoffe, Sie haben den schon zu Hause. Wenn nicht, fordern Sie ihn an. Das können Sie auch unter unserer Service-Hotline machen. Und ich bin immer wieder fasziniert, was für tolle Produkte wir hier drin haben. Und jetzt hat Kathi gesagt, wir sprechen ein bisschen über, ja, James Bond Feeling. Und da haben wir ganz, ganz viele Produkte hier im Katalog. Und da möchten wir Ihnen einfach ein paar vorstellen. Stellen Sie mal vor, Sie können sich Situationen ja per Film, per Videokamera festhalten, ohne dass es jemand anders merkt. Da bekommt man Aufnahmen, die man sonst nicht bekommt. Und ich finde es richtig lustig. Und beginnen möchte ich mit einem, das ist für mich fast das Highlight, und die Kathi hat es schon in der Hand. Ja, sieht eigentlich aus wie ein ganz normaler Kugelschreiber. Ich kann auch damit schreiben. Ja, es ist wirklich ein ganz normaler Kugelschreiber. Man kann hier einfach so drehen, dann kommt vorne die Mine raus, Sie sehen es. Und dann kann ich ganz normal Notizen machen. Das ist überhaupt kein Problem. Es sieht aus wie ein normaler Kugelschreiber. Aber es ist natürlich kein normaler Kugelschreiber, denn hier steckt richtig Technik drin. Das James-Bond-Feeling aber wirklich hautnah. Denn Sie sehen hier oben, wenn ich ihn mal so drehe, da das kleine Knöpflein. Ja, und wenn ich ihn so ein bisschen rumdrehe, dann ist hier dieser ganz normale Halteclip, den kenne ich von jedem Kugelschreiber. Aber da versteckt sich was. Über diesem kleinen Knöpfchen sehen Sie dieses kleine Löchlein hier oben. Und hinter diesem kleinen Löchlein, hinter dieser Öffnung, verbirgt sich eine Kamera. Tja, und die ist auch ganz einfach zu bedienen. Sie drücken oben länger auf den Knopf, dann leuchtet eine Kontrollleuchte hinten und dann ist die Kamera scharf. Und dann können Sie es zum Beispiel in Ihre Hemdtasche stecken. Und Kathi, gib ihn mir doch einfach mal, dann zeigen wir das mal. Jetzt blinkt es, jetzt ist es scharf. Jetzt gib mir doch gerade mal kurz rüber, bitte. Ja. So, und jetzt stecke ich den zum Beispiel hier oben in mein Hemd. Die Linse natürlich ausgerichtet nach vorne. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt kann ich durch einen einfachen Knopfdruck Bilder schießen. So. Jetzt habe ich Bilder geschossen. Oder ich bleibe länger drauf und starte meine Videoaufnahme. Und jetzt filme ich alles, was um mich herum passiert, ohne dass das irgendjemand merkt. Und das Ganze wird auf einer Speicherkarte gespeichert, die ich dann ohne Probleme in jedem Rechner auslesen kann. Aber ich kann es auch so machen, einfach in einen kleinen Ständer, wo andere Kugelschreiber sind und dann mal gucken, was um mich herum passiert. Und ich glaube, da passieren die lustigsten Aufnahmen. Aber denken Sie immer dran, diese Aufnahmen, die Sie so machen, sind nur für private Zwecke erlaubt. Alles andere ist nicht erlaubt. Und wir schauen auch mal ins Innenleben. Gleich, ich habe den Kugelschreiber jetzt mal, den Pseudo-Kugelschreiber, mal auseinandergeschraubt und dann sehen Sie auch das Geheimnis. Ja, erst nochmal die gestochen scharfen Aufnahmen, die ich damit machen kann. Und damit kann man auch gern mal zum Beispiel, ja, einfach mal überprüfen, was der Hund zum Beispiel macht, wenn er allein im Büro ist. So, jetzt habe ich ihn auseinandergeschraubt und Sie sehen das. Das ist einfach nur die Kapsel mit dem Kugelschreiber. Die können wir jetzt gerade mal zur Seite legen. Und hier sehen Sie einmal die Ladestation. Da oben mache ich über Micro-USB, lade ich den Akku wieder auf. Und unten der kleine Schlitz, das ist der Speicher oder der Steckplatz für die Speicherkarte. Ja, also da stecke ich bis zu 16 GB Speicher rein und dann mache ich den Kugelschreiber einfach wieder zu und schon ist meine Videokamera fertig. Und das Ganze für wahnsinnig kleines Geld. Ja, 18,91 Euro kostet diese Kugelschreiber. Kamera hier, also wirklich ein tolles Highlight. Man sieht gar nicht, dass das eine Kamera ist. Es sieht aus wie ein Kugelschreiber, aber es ist wirklich toll. Für 18,91 Euro mit der Bestellnummer PX 2213 und der 569.
Aber so ein Kugelschreiber ist nicht alles, denn wir haben noch wirklich tolle weitere Produkte im Programm. Zu meinem Highlight kommen wir später noch, aber jetzt kommen wir auch zu einem schönen Produkt, das wirklich sowas von unauffällig ist. Denn wenn man diese Kamera irgendwo an einem Schlüsselbund hat, da würde keiner vermuten, dass es eine Kamera ist. Ja, es sieht eigentlich aus wie eine Fernbedienung von einem herkömmlichen PKW. So sehen viele aus. Ich glaube Peugeot, Mercedes, was weiß ich, wer alles hat solche Fernbedienungen. So, und jetzt kann ich mit meinem Schlüsselbund spielen. Und hier vorne sehen Sie das kleine Löchchen. Das ist die Linse, die Kameralinse. Und hier oben ganz einfache Bedienungselemente, Aufnahme, Starten. Und dann spiele ich einfach ein bisschen so mit meinem Schlüssel. Ganz, ganz unauffällig. Oder ich lege ihn irgendwo hin. Dann liegt der Schlüssel da, die Kamera dementsprechend natürlich ausrichten, was ich filmen will. Und dann kann ich einfach mal schauen, was denn zu Hause passiert, wenn ich gerade nicht im Raum bin. Ja, wer geht zum Beispiel an meinen Kühlschrank? Wer isst immer heimlich die Süßigkeiten? Was macht der Hund, wenn ich nicht da bin? Vielleicht auch, was ihre Putzfrau macht, wenn sie nicht da sind und so weiter und so fort. Oder bei einer Party kann ich mal richtig tolle Bilder machen. Weil es ist immer ein Unterschied, ob jemand weiß, dass er gefilmt wird, dann kriegt er plötzlich auch einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Oder ob ich so heimliche Fotos mache oder Videoaufnahmen, das gibt meistens die besten Bilder. Und gerade auch vielleicht, wenn man die Kinder hat irgendwie und mal wissen möchte, was stellen die Kleinen denn so an, wenn die alleine zu Hause sind, dann kann man einfach mal ganz unauffällig den Schlüssel mit diesem kleinen Schlüsselanhänger dran liegen lassen. Das fällt wirklich keinem auf. Da denkt jeder, das ist wirklich ein Schlüsselanhänger. Wenn ich das dann hier richtig ausrichte, mit der Linse auf den Raum gerichtet zum Beispiel, dann sehe ich mal, was machen die Kids eigentlich, wenn ich dann außer Haus bin, weil die würden hier hinter niemals eine Kamera vermuten. Und ich kann hier auch direkt den Ton mit aufnehmen. Wir haben hier ein Mikro integriert. Das bedeutet, die Videoaufnahmen sind hier auch gleich mit Ton. Oder ich habe halt, du hast es schon erwähnt, die Möglichkeit, dann auch einzelne Bilder zu schießen. Wenn ich den dabei habe und vielleicht mal ein Unfall passiert oder irgendwas ist, dann kann ich hier direkt ein paar Bilder von machen. Das geht hiermit auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, und hier auf der Seite haben wir auch den Steckplatz für die Speicherkarte. Schauen Sie mal, ganz, ganz klein. Ich halte es mal hier ein bisschen höher, dann sehen wir es. Jawohl. Einmal die Ladestation hier auf der anderen Seite. Da lade ich das Akku wieder auf. Das hebt übrigens für 70 Minuten Aufnahmen. Und genauso wie der flexible Speicherplatz hier. Bis 8 GB Speicherkarte kann ich hier einlegen und dann eben 70 Minuten Filmmaterial aufnehmen. Später dann die Karte raus und einfach an Ihrem Rechner auslesen. Und dann können Sie schauen, was zu Hause passiert, wenn Sie gerade mal nicht da sind. Oder vielleicht auch toll, vielleicht für einen Eingangsbereich im Büro oder so, wenn man da überwachen möchte, weil man denkt irgendwie, es kommen Päckchen weg oder sonst irgendwas, dann kann man das einfach mal liegen lassen, kann man eine Eingangstür überwachen oder wenn irgendwelche Sachen passieren bei einem Haus, das kennt man ja auch, dass irgendwelche Jugendlichen vielleicht mal einen Streich spielen und irgendwie einen Briefkasten irgendwie kaputt machen oder so, da kann man das auch ganz einfach hinlegen, das fällt keinem auf, weil es so klein und handlich hier wirklich ist. Wenn das mit einem Schlüssel irgendwo liegt, denkt man, ist ein Schlüsselanhänger. Und klein ist auch hier wieder der Preis. 18,91 € kostet dieser Schlüsselanhänger gerade mal mit der Videofunktion. Das Einzige, was Sie noch dazu kaufen müssen, ist die Speicherkarte. Aber vielleicht haben Sie auch noch eine zu Hause. Also das ist wirklich ganz, ganz kleines Geld. Und dann einfach per USB-Kabel aufladen und auch die Videos dann übertragen auf den Rechner. So, und die Bestellnummer hier ist die PX8136 und die 569. Und in wenigen Tagen ist dann Ihr neuer Schlüsselanhänger bei Ihnen. Und ja, dann wünsche ich Ihnen einfach viel Spaß bei den spontanen Aufnahmen damit. Und Sie werden wahrscheinlich oftmals überrascht sein, was da alles möglich ist. So, und Sie sehen gerade, ich wechsle meine Uhr. Und das hat auch einen bestimmten Grund, denn diese Uhr, das ist so eine kleine Zauberuhr. Also ich finde sie schon mal sehr, sehr formschön, wenn wir sie uns jetzt hier mal anschauen. Schauen Sie mal, das ist doch mal eine richtig tolle Uhr. Aber auch in dieser Uhr haben wir natürlich ein Geheimnis versteckt. Auch hier ist wieder eine Kamera in der Uhr integriert. Man glaubt es gar nicht. Das ist wirklich so ein bisschen dieses James Bond, also totales James Bond Feeling jetzt, dass man hier mit der Uhr direkt Aufnahmen machen kann, dass man hier auch sogenannte Sprachaufzeichnungen, also Voice Memos machen kann, wenn ich da eine Sprachaufnahme machen möchte. Und die ist so unauffällig. Schauen Sie sich das mal an. Da wird die Uhr dann gestartet und ich kann da tolle Aufnahmen mitmachen.
Man denkt es gar nicht, weil man hat ja eine Uhr am Handgelenk. Aber das ist halt auch meine Kamera und gleichzeitig mein Mikro, um halt tolle Aufnahmen zu machen, Bild und Ton. Ja, und das ganz, ganz unauffällig. Man muss ja die Uhr nicht so auffällig vor sich halten, sondern die filmt von ganz allein. Das ist eine 5-in-1-Uhr, weil ich kann natürlich jederzeit die genaue Uhrzeit ablesen. Ich habe eine Videokamera integriert, die ich jederzeit starten kann. Ich kann Schnappschüsse, also Fotos machen. Dann kann ich auch natürlich noch die ganze Umgebung den Ton aufnehmen. Und ich habe auch ein Voice-Memo. Das heißt, wie ein Diktiergerät kann ich einfach per Knopfdruck aufnehmen. Oh, ich wollte nicht vergessen, morgen 17 Uhr Friseurtermin. Und das kann ich mir dann zu Hause wieder anschauen. Übrigens wirklich gestochen scharfe Aufnahmen. Und diese Aufnahmen haben wir heute Morgen bei uns im Studio gemacht. Und da ist der Ugo einfach mal mit der Armbanduhr durchgelaufen. Und Sie sehen trotzdem Gegenlicht und trotz schwieriger Lichtverhältnisse hinten gab es gestochen scharfe noch Aufnahmen. Bademantel. Ja eben, da sieht man Frau Steiner ganz bequem noch im Bademantel. Und wir auch im Regieraum, da sind wir wieder im Studio. Also Sie sehen gestochen scharfe Bilder, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommt. Es ist wirklich so genial. Also mir machen diese Gadgets richtig Spaß, weil es ist natürlich auch eine Überwachung irgendwo. Man kann es auch nützlich haben dann. Also wenn man halt wirklich wichtige Dinge aufzeichnen muss. Aber generell ist das einfach eine tolle Spielerei hier für kleines Geld. Weil solche Aufnahmen, wie du schon gesagt hast, das sind so unerwartete Aufnahmen. Die Leute wissen nicht, dass sie gefilmt werden. Die verhalten sich anders. Auch gerade die Kids oder sowas mal. Oder vielleicht mit der Kegeltruppe. Wenn man da unterwegs ist, irgendeinem Verein, was beim Fußballfest oder so. Und man hat dann diese tolle Uhr am Handgelenk. Keiner würde vermuten, dass das dann wirklich eine Videokamera ist, die man da am Handgelenk hat, weil es sieht natürlich auch schon als Uhr sehr, sehr hochwertig aus. Wir haben ja dieses tolle Silikonarmband. Also das macht dann richtig Spaß, damit Aufnahmen zu machen. Wir haben gar nicht genug bekommen. Da sehen Sie einmal unsere gesamte Regie von innen. Da unser Regisseur, Herr Hamann, hallo. Schön, Sie zu sehen. Ja, und dann hat man die wieder am Handgelenk und sieht einfach nur schick aus. Ja, und übrigens ein sehr starkes Lithium-Polymer-Akku drin. Das heißt, Aufnahmen bis zu 90 Minuten. Ich könnte also rein theoretisch ein komplettes Fußballspiel hier aufnehmen und mir später noch anschauen. Das Ganze natürlich mit Ton durch das integrierte Mikrofon. Und ich sehe auch immer per LED, welcher Status gerade ist. Bin ich auf Aufnahme, bin ich auf Foto oder ist er gerade ruhig, sodass ich das jederzeit überprüfen kann. Und auch das gibt es hier für wenig Geld. Nämlich diese formschöne Uhr mit ihren kleinen Geheimnissen kostet gerade mal 47,41 €. Das ist wirklich klasse. Ich meine, ich zahle ja für eine normale Armbanduhr meistens schon mehr. Und hier habe ich dann wirklich so ein Special-Agenten-Gadget, mit dem ich diese ganzen Aufnahmen machen kann und noch eine Voice-Memo sprechen kann und tolle Fotos schießen kann direkt, dann noch ein Video drehen kann und das alles mit meiner Uhr. Das ist doch was richtig Geniales, oder? Für so kleines Geld hole ich mir diesen Spaß doch mal nach Hause. Ja, ich könnte auch die Kamera einfach anlassen und einfach mal schauen, was passiert, ohne gezielt Bilder zu machen. Ich bewege mich einfach ganz normal. Und dann gibt es so eine Überraschungskiste, wenn so eine wirklich Zauberkiste, wenn ich es dann daheim anschaue und dann, oh, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen dort und was da passiert ist. Und schau mal, was die gemacht haben. Und guck mal, was da Kurt wieder getrunken hat und was die Oma wieder gemacht hat. Also ich finde, da gibt es mal richtig tolle Aufnahmen damit. PX8123 und die 569, das ist die Bestellnummer für diese wirklich formschöne Uhr. Und ja, damit sind Sie James Bond noch mal einen Schritt näher gekommen. Und schauen Sie jetzt mal aufs Display. Erkennen Sie überhaupt die Linse? Also kaum. Ich weiß, wo sie ist, deshalb sehe ich sie. Aber ein anderer wird die auf gar keinen Fall entdecken. So, und jetzt würde ich sagen, kriege ich gerade mal ganz spontan Lust auf Kaugummis. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsgadget. Also wirklich, ich finde es ganz, ganz toll. Denn schauen Sie sich das mal an. Was ist das? Na? Eine Kaugummipackung, oder? Ganz klassisch, so wie man sie im Supermarkt kaufen kann. Mit diesen kleinen Kaugummis drin. Können Sie sogar Kaugummis reinfüllen? Kann ich aufmachen? Da können Kaugummis drin sein. Ja, ganz, ganz unauffällig. Und jetzt achten Sie mal vorne auf die Blutorange. Da werden Sie sehen. Sehen Sie das da? Da in der Blutorange ist so ein kleines Pünktchen. Und das ist die Kamera.
Ja, Sie hören richtig. Hier in dieser Kaugummipackung ist quasi eine Kamera integriert hier vorne. Und da kann ich wieder tolle Aufnahmen machen, denn ich bitte Sie, wo fällt das denn auf? Nirgends. Ich stelle es zum Beispiel auf den Kühlschrank und dann habe ich genaueste Überwachung. Liebling, hast du nicht gesagt, du gehst nachts nicht mehr an den Kühlschrank? Guck mal, was ich da gesehen habe. Das Gesicht von Ihrem Partner möchte ich dann sehen. Oder einfach, schauen Sie jetzt, hier auf den Schreibtisch stellen und nebenher die Kamera laufen lassen. Und dann sehe ich wirklich gestochen scharfe Bilder. Und auch wenn ich in dem Fall mein Büro mal verlasse, lasse es einfach mal laufen, dann gucke ich, wer denn da so an meinem Rechner rumspielt. Und da kommen vielleicht mal ganz interessante Tatsachen zum Vorschein, die mir so vorher nicht bewusst waren. Ja, und vor allem, man sieht es auch nicht, dass das halt eine Kamera wirklich ist, sondern es sieht aus wie eine ganz normale Kaugummidose. Du kannst oben auch Kaugummis reinfüllen, weil es ist wirklich offen hier oben. Sie sehen das, da können Sie ganz viel, ganz normal Kaugummis reinfüllen. Es sieht aus wie eine herkömmliche Kaugummidose, aber es ist halt wirklich hier im unteren Teil dann, da ist es quasi dann die Kamera hinter versteckt, da ist das kleine Objektiv und wir können es auch mal aufmachen und uns das Ganze mal von unten anschauen. Ich drehe es mal so, dann sehen wir das. Da ist dann auch die Aufladefunktion und die ganzen Innereien. Also da wird es geladen hier vorne, da und hier habe ich halt das gesamte Innenleben. Ja, Aufnahmen bis 1,5 Stunden, also 90 Minuten Daueraufnahme auch hier. Und das ist mal eine tolle Sache mit einer sehr, sehr großen Videoauflösung, nämlich 1280 mal 960, das Ganze im AVI-Format. Also für Microsoft eigentlich das richtige Format. Und selbst wenn ich dann mal ein Mac will, dann muss ich nur ein Konvertierungsprogramm nehmen, dann kann ich es auf MP4 umwandeln und auch dort dann die Videos wunderbar anschauen. Auch ja, Lautsprecher ist auch integriert. Das sind auf der anderen Seite zwei kleine Löchchen, auch total unscheinbar, sodass ich auch den Ton mit aufzeichnen kann. Also das ist mal so eine Sache, die unauffälliger eigentlich gar nicht geht, obwohl es waren bis jetzt alle Artikel, die wir gezeigt haben, extrem unauffällig. Also das ist aber auf jeden Fall mein Lieblings. Das ist nämlich so toll. Also ich finde es wirklich genial, weil du es halt richtig nutzen kannst, wie eine Kaugummidose. Und man sieht es wirklich einfach gar nicht. Schauen Sie sich das mal an. Also man sieht es überhaupt nicht. Hier sind diese kleinen Löchlein da und da ist noch ein kleines Löchlein. Das geht hier total unter und auch auf der Rückseite dann hier. Es ist wirklich diese Ernährung. Tabelle wie bei normalem Kaugummi. Hinten sind die kleinen Löchlein fürs Mikrofon. Also absolut genial. So muss es sein. Das ist wirklich so James Bond-Feeling zu Hause. Und für so kleines Geld, 47,41 Euro, kostet unser Kaugummi-Behälter hier mit der versteckten Kamera. Die Bestellnummer brauchen wir hier noch. Das ist die NX4087 und die 569. Toll, was wir für Produkte haben, oder Ralf? Ja, wir sind doch aber noch lang nicht. Ei, ich bin voll begeistert. Ende. So, und jetzt haben wir für mich ein Überwachungshighlight, was auch natürlich ein Stückchen Sicherheit ist. Denn hier haben wir jetzt eine kleine Uhr, da sehen Sie es, sieht ganz handelsüblich aus wie eine LED-Uhr. So sehen wie Sie so ein es, Wecker, ne, den so man Wecker. Sich aufstellt. So, und dieser Wecker hat natürlich auch wieder eine Besonderheit. Nämlich hier vorne irgendwo drunter ist eine Linse und auch hier kann ich Aufnahmen machen. Und hier das Perfekte daran ist, die reagiert, wenn Sie das wollen und dementsprechend einstellen mit Bewegungssensoren. Das heißt, sie ist ganz still und sobald sich irgendwas davor tut, schaltet die Aufnahme automatisch ein. Oder Sie können das auch ganz, ganz bequem per Fernbedienung machen. Und das ist mal eine tolle Sache. Dann kann ich immer, wann ich will, filmen. Ja? Entweder durch Bewegung, wenn irgendjemand meine Räume betritt, die ich überwachen will, dann wird das aufgemacht und der hat 6 Meter Reichweite. Also egal wie groß Ihr Zimmer ist, irgendwann kommt er in diese Reichweite und dann beginnt die Aufnahme. Und dann weiß ich, wer sich bei mir zu Hause vielleicht auch ohne Erlaubnis rumtreibt. Und das ist auch fürs Büro hervorragend, für die Garage zum Beispiel. Einfach mal schauen, weil diese Uhr ist ja sowas von unauffällig. Unauffälliger geht gar nicht mehr. Ja, also total. Das sieht wirklich aus wie ein Wecker einfach oder eine klassische Uhr, die man irgendwo hingestellt hat. Und die macht gestochen scharfe Aufnahmen. Ich kann hiermit auch Fotos machen, richtig? Ja, bis zu 5 Megapixel Auflösung. Also interpoliert ist das dann aber wirklich auch ein gestochen
scharfes Foto. Und hier sehen wir, das sind wirklich Live-Aufnahmen von dieser Kamera. Und hier sehen wir unsere Visagistin im Hintergrund, dann natürlich noch den Carsten Uhland, der sich auf eine Sendung vorbereitet. Und die wussten alle nicht, dass sie da gefilmt werden. Und ich finde es eine tolle Sache, um wirklich mal Klarheit zu schaffen, wenn man doch den Verdacht hat, dass irgendwas passiert, was man eigentlich gar nicht will. Dann ist diese Uhr effektiv und extremst unauffällig. Weil selbst wenn sie jemand in die Hand nimmt und nachschaut, ob das wirklich eine Uhr ist, wird er keinen Hinweis finden, dass es irgendwas anderes ist. Es sieht wirklich klassisch aus wie ein Wecker. Also selbst wenn man sich es mal von hinten dann anguckt, Mode, Light und so weiter. Also es sieht auch von hinten aus, ist gearbeitet wie ein Wecker, ganz normal. Oben auch, das sieht aus wie diese Snooze-Taste, die man hier drücken kann und so. Also es ist schon wirklich genial gemacht. Es sieht aus wie ein richtiger Wecker. Man kriegt auch die Zeit dann angezeigt, das Datum und so weiter. Kann das dann mit der Fernbedienung steuern. Also das ist wirklich schon was ganz, ganz Feines. Also sehr, sehr hochwertig und halt völlig unauffällig. Also wenn du dir das irgendwo ins Zimmer stellst, wenn du den Verdacht hast, dass jemand zum Beispiel in dein Arbeitszimmer kommt, während du nicht da bist, oder du wirklich halt mal gucken willst, vielleicht auch gerade, ich meine, ich als Frau, wenn ich meine Kinder mit dem Babysitter alleine lassen würde, dann würde ich auch gerne mal wissen wollen, wenn ich schon so ein bisschen Verdacht habe, dass die halt mit den Kindern nicht so pfleglich umgeht oder was macht die eigentlich? Die Telefonrechnung war sehr, sehr hoch in letzter Zeit. Wenn ich das dann mal kontrollieren möchte, dann ist sowas natürlich perfekt, weil es so unauffällig ist. Bis 32 GB kann ich hier Speicherkarten einlegen und für mich ist das Wichtige der Bewegungsmelder. Weil, genau. Ja, jetzt habe ich die Möglichkeit, bis zu 2 Stunden aufzunehmen. Aber was ist jetzt, wenn gerade der ungebetene Gast 2:30 nach meinem Aufnahmestart kommt, dann passt er einfach nicht mehr drauf. Also Bewegungssensor einschalten und dann legt er los. Ja, und dann habe ich den auf jeden Fall, sobald er sich bewegt, auf der Linse bzw. dann auch auf dem Film. Ja, 66,41 €, das ist der Preis und die Bestellnummer, die NX4121 und die 569. Aber wir haben noch mehr in unserem Katalog geblättert nach kleinen Kameras. Und jetzt kommen wir hier zu einer Kamera in HD-Qualität. Also auch wieder extrem gestochen scharfe Aufnahmen und das auch wieder total unauffällig. Kathi, zeig's uns doch mal. Ich bin gerade ganz begeistert, weil es sieht wirklich, also es ist quasi ein Netzteil. Es ist ein Netzteil. Es ist ein richtiges Netzteil. Also Sie sehen es hier, Sie kennen klassische Netzteile vielleicht, an denen man dann einen PC zum Beispiel anschließen kann, irgendwas aufladen kann. Und das hier sieht wirklich aus wie ein klassisches Netzteil mit diesen unterschiedlichen Steckern auch dabei, sodass ich hier wirklich meinen PC auch dran laden kann. Das ist das Tolle. Also es ist auch ein Netzteil. Mhm. Aber wenn man sich das Netzteil dann hier vorne mal genau anguckt, schauen wir mal gemeinsam hier drauf. Da sehen wir, hier ist ein kleines Löchlein in der Mitte. Das ist wirklich so unauffällig, das sieht kein Mensch. Und ich kann ja das Netzteil auch wirklich in die Steckdose einstecken. Also ich positioniere das dann zum Beispiel neben meinem Lichtschalter von meinem Raum in der Steckdose. Mhm. Und das nimmt dann auch auf. Ja, irre. Und zwar in HD-Qualität, also flüssige Videoaufnahmen mit 1280 x 720 Bildauflösung. Das ist HD-Qualität und das ist überall gut, da wo eine besonders unauffällige Videoüberwachung gewünscht wird. Also gerade mal zu Hause. Und hier sehen wir auch, wo wir die Speicherkarte einlegen. Da einfach rein, auf Aufnahme einstecken und dann kann ich gehen, kann mein Gerät noch aufladen, egal ob ein MP3-Player oder vielleicht auch hier eine Lampe direkt damit mit Strom versorgen, je nachdem, was für ein Gerät Sie anschließen möchten. Und dann geht es wirklich nicht unauffälliger, weil jeder, der das sieht und nicht weiß, wird meinen, es ist ein ganz normales Netzteil, so wie es ja mittlerweile mit Sicherheit 10, 15 Stück in jedem Haushalt gibt. Auch die Beschriftung gibt überhaupt keinen Hinweis darauf hin, dass das eine Überwachungskamera ist. Und so sehen dann die Bilder aus. Sehr gestochen scharf, richtig gute Bilder hier. Also man erkennt es wirklich nicht. Unglaublich. Und das arbeitet auch wieder mit Bewegungserkennung? Genau. Und zeichnet dann, sobald es eine Bewegung gibt, eine Minute lang auf. Wenn sich dann nichts mehr bewegt, dann hört sie wieder auf. Ansonsten wird die Aufnahme neu
gestartet. Also das ist auch sehr, sehr speicherplatzsparend und so habe ich eigentlich jeden, der den Raum betritt, hier jetzt in dem Fall irgendwann mal drauf. 7 Adapterstecker sind auch noch dabei, sodass ich also wirklich alle möglichen Geräte damit auch mit Strom versorgen kann. Und die Fernbedienung auch noch, die hat Katte jetzt gerade in der Hand und da kann ich dann auch von Fernen die Aufnahme starten mit 32 Gigabyte. Auch wenn ich im Daueraufnahmemodus bin dann, und die Karte ist voll, dann überschreibt er automatisch die letzten Aufnahmen, sodass ich jederzeit auch mal abbrechen kann, gucken, was war die letzten paar Stunden. Und dann muss ich nichts löschen oder ähnliches, sondern er überschreibt das immer wieder. Und diese Kamera, die also wirklich effektiver nicht geht, durch die HD-Technik, dann 32 GB sehr großer Speicherplatz und sie überschreibt auch immer wieder, sodass mir nichts verloren geht. Die kostet gerade mal 75,91 €. Also wirklich das Unauffälligste, was wir hier im Programm haben. Wenn Sie wirklich ganz, ganz unauffällig, unentdeckt Aufnahmen machen wollen, dann ist hier dieses tolle Netzteil mit integrierter Kamera und das ist ein echtes Netzteil. Wir sagen es nochmal, Sie können das wirklich an Ihre Geräte anschließen. Ein richtiges Netzteil und da ist dann die Kamera drin mit Bewegungssensor. Das ist absolut genial. Ja, und genial, das ist wohl fast untertrieben für unser nächstes Produkt, was wir hier haben. Wir haben es jetzt beide mal aufgezogen und Sie werden gleich sehen, wovon wir sprechen. Nämlich von diesen wunderschönen Brillen. Ja, du siehst aus wie Frau Doktor. Frau Dr. Steiner, ja? Könnten Sie mir mal Ihre Brille etwas näher bringen? Meine schöne Brille, du hast auch so eine schöne Brille auf. Die ist toll, oder? Also ich finde sie erstmal sehr schick, total unauffällig. Macht einiges her. Ich nehme sie jetzt mal ab und dann können wir uns das mal gemeinsam angucken. Weil hier oben, Sie sehen es jetzt vielleicht an diesen Seiten hier, da sind einige kleine Knöpfchen integriert, da oben. Und auch hier auf der anderen Seite sind einige von diesen kleinen Knöpfchen. Und da habe ich dann halt quasi die Bedienelemente für meine Brille dahinter. Und die hat es wirklich in sich. Also mit der kann ich nicht nur Videoaufnahmen machen. Also ich kann die für Videoaufnahmen nutzen. Wenn ich die jetzt aufsetze, dann filme ich sie jetzt quasi. Ja, und zwar filme ich genau das, was sich vor meinen Augen abspielt. Also da, wo ich hinschaue, da filme ich auch. Und ich finde das besonders toll, wenn man sportliche Aktivitäten macht. Wenn man zum Beispiel mal, ja, hier wird es bei uns in der Küche verwendet, da werden, ja, wird den Leuten beim Essen zugeschaut. Das ist natürlich auch eine Anwendung. Bei der Party kann ich mal ganz unauffällig Bilder machen, kann man schauen, was läuft. Und ich war gerade beim Skifahren zum Beispiel, ja, die Kamera aufsetzen und dann ungestört runterfahren. Ich kriege übrigens auch noch getönte Gläser dazu, die ich einsetzen kann. So kann ich es auch als Sonnenbrille verwenden. Ja, und dann, ja, das waren wir vorhin. Ich stand auf dem Laufband, oje, oje. Und unser Kameramann hat die Kamera richtig eingestellt. Da komme ich. Ach Gott. Ja, Kathi auch noch. So, und jetzt kommt aber noch eine zweite Funktion. Die Kamera ist jetzt klar, aber wir haben hier auch noch ein Headset drin, mit per Bluetooth zu verbinden, Bluetooth 4.0. Und dann kann ich das Headset mit meinem Smartphone verbinden und habe dann eine Freisprecheinrichtung. Also Kopfhörer gleichzeitig hier hinten und natürlich auch das Mikrofon. Und dann kann ich damit auch telefonieren. Ich kann die Musik von meinem Smartphone hören und bei sportlichen Aktivitäten ist das natürlich besonders schön. Sehen Sie, ist auch nicht allzu auffällig, ein bisschen dicker der Bügel als eine normale Brille, aber wenn ich ein Headset sonst auf hätte, wäre das das Gleiche. Und ich finde, sie trägt sich sehr, sehr gut, hat einen hohen Tragekomfort und Technik, die habe ich mir vor 10 Jahren wirklich nur bei Mission Impossible oder bei James Bond vorstellen können und jetzt ist diese Technik möglich. Es ist wirklich so wie im Film quasi, aber es ist wirklich Realität. Sie können auch sich selber diese Brille nach Hause holen, können es mal ausprobieren. Also wir fassen nochmal zusammen, wir können damit die Videoaufnahmen machen, die können wir ganz einfach starten, Ton ist dann auch mit drauf und wir können es per Bluetooth dann mit unserem Telefon verbinden und das Ganze dann quasi als Freisprecheinrichtung nutzen, wenn Sie einen Anruf bekommen, einfach zack, kurz annehmen und schon können Sie frei sprechen, hören den anderen dann, können ganz normal reden, ohne dass
dass sie zu ihrem Telefon greifen müssen. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und die hat auch so einen kleinen Einschlafschutz, ne, fürs Autofahren. Das ist auch absolut toll. Das ist eine richtige Neuerung. Das hat, glaube ich, noch niemand. Also erstens mal natürlich die Bluetooth-Verbindung ist beim Autofahren sehr, sehr sinnvoll, weil ich soll ja oder darf beim Autofahren nicht telefonieren, zumindest nicht mit dem Handy in der Hand. Und so kann ich bequem mit der Brille auf dem Kopf telefonieren. Und wenn ich jetzt so langsam am Einnicken bin, dann warnt mich die Brille. Da ist so ein kleiner Sensor drin. Und wenn ich jetzt so, das kennen Sie vielleicht, der Kopf wird so langsam schwerer. Und sobald ich diese Position erreiche, warnt mich meine Brille und sagt, hey, wach werden, du bist am Einschlafen. Und so wird vielleicht auch dadurch noch der ein oder andere Unfall vermieden. Also Kamera, Headset, Musik hören, telefonieren, Einschlafschutz, Sonnenbrille, normale Brille. Sie können auch beim Optiker Ihre normalen Gläser einbauen lassen. Und das für 123,41 €. Und jetzt viel Spaß mit Ihren Videokameras.